Hallo Freunde, mein Name ist Famulus. Fettreicher Fisch gilt wegen seines hohen Anteils an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen und Spurenelementen als besonders gesund. Vor allem geschätzt werden die hohen Anteile der Alpha-Linolensäure, des D-Vitamins, des Selens und des Jods. Deshalb empfiehlt die DGE, wöchentlich eine bis zwei Portionen Fisch zu verzehren. Aber was ist, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass Fische und andere Meerestiere gesundheitlich bedenklich sind? Der Grund hierfür liegt in der Schadstoffbelastung der Ozeane. In einer Studie von Carl H. Lemberg aus dem Jahre 2014 wurden im Atlantik, Pazifik sowie im südlichen und arktischen Ozean Stichproben aus Expeditionen entnommen, aus denen der Quecksilbergehalt gemessen wurde. Quecksilber ist ein giftiges Schwermetall, welches sowohl akute als auch chronische Vergiftungen hervorrufen kann. Da dieses besonders im Bergbau, aber auch bei fossilen Verbrennungen freigesetzt wird, hat man als Referenzzeitpunkt das 16. Jahrhundert ausgewählt. Hier muss man natürlich kritisch betrachten, dass der Quecksilbergehalt im 16. Jahrhundert nur eine Einschätzung der Forscher ist, indem mit bestimmten Parametern der Ausgangsgehalt mathematisch zurückberechnet wurde. Doch dies ändert nichts an der Tatsache, dass die Stichproben zu einem erschreckenden Ergebnis führten. Laut Einschätzung der Wissenschaftler hat sich der Quecksilbergehalt in den letzten 500 Jahren in bis zu 1000 Metern tiefen Gewässern um ca. 150% erhöht. In Oberflächengewässern, die nochmals flacher sind, hat sich der Gehalt sogar verdreifacht. Besonders bedenklich sind organische Quecksilberverbindungen, da über 90% dieser vom Körper resorbiert und nicht sofort ausgeschieden werden. Bei der Aufnahme wirken sie toxisch auf das zentrale und periphere Nervensystem und in höheren Dosen auf die Leber, Nieren und Herzmuskulatur. Das Methylquecksilber ist ebenso eine metallorganische Verbindung, die laut des Umweltbundesamts eine über 100 mal stärkere Giftwirkung als anorganische Verbindungen des Elements aufweist. Sie entsteht aufgrund der Biomethylierung, also durch Mikroorganismen, in der Natur. Methylquecksilber weist hierbei eine hohe Affinität zu Schwefel auf, welcher in der Aminosäure Cystein vorkommt. Aus diesem Grund kann sich Methylquecksilber mit Cystein zu einem Cystein-Komplex binden. Das heißt, dass das giftige Methylquecksilber in hohen Dosen als Cystein-Komplex in beispielsweise Schwertfischen, Thunfischen und Haien verankert ist. Der Grund hierfür ist, dass die Fischarten an der Spitze der Nahrungskette stehen und außerdem relativ alt werden. Und wenn wir sie essen, so können sich auch bei uns gefährliche Cystein-Komplexe bilden, die zu Vergiftungserscheinungen führen. Die mittlere tödliche Dosis vom Monomethylquecksilber liegt bei ca. 30 mg pro Kilogramm Körpergewicht. Zum Vergleich zeigten die Ergebnisse eines WDR-Tests aus dem Jahre 2015, dass sich der Quecksilbergehalt in Thunfischproben von 0,045 mg pro Kilogramm bis 0,073 mg pro Kilogramm beliefen. Wenn man die Zahlen so vergleicht, scheinen die Dosen ja recht gering auszufallen. Da fragt man sich doch, was ist eigentlich der Clou des Ganzen? Nun ja, problematisch ist die biologische Halbwertszeit, die sich im Blut auf 30 bis 70 Tage beläuft. In anderen Organen schätzt man sie sogar auf Jahre ein. Und da sich Methylquecksilber problemlos überall im Körper verteilen kann, ist dies besonders bedenklich. Aber heißt das nun, dass man doch lieber auf Fisch und andere Meerestiere verzichten sollte? Diese Frage ist umstritten. Aber sowohl der Großteil der Ernährungsexperten als auch viele Lebensmittelchemiker sind sich trotz heutiger Umstände einig. Die Vorteile der gesunden Nährstoffe überwiegen. Als Faustregel für einen sicheren Fischkonsum gilt allerdings: Um möglichst wenig Quecksilber aufnehmen zu müssen, sollte man nur kleinere Fische konsumieren, die in der Nahrungskette ganz weit unten stehen. In dieser Nahrungskette wären es zum Beispiel die Heringe. Zudem sollte das Alter des Meerestieres möglichst jung ausfallen. So wird gewährleistet,
dass sich möglichst wenige Cystein-Komplexe mit Quecksilber im Gewebe anreichern konnten. Dies gilt natürlich für alle Meerestiere. Auch auf einen proteinreichen und teuren Hummer, der beispielsweise schon mal über 100 Jahre alt werden kann, sollte man lieber verzichten. Ferner sollte man insbesondere in der Schwangerschaft und während des Stillens nicht öfter als zweimal in der Woche Fisch zu sich nehmen, da Methylquecksilber die Plazenta-Barriere und Blut-Hirn-Schranke passiert und damit schon in kleinsten Mengen eine ernste Bedrohung für die Entwicklung des Kindes darstellt. Andere Omega-3-fettsäurenreiche Lebensmittel mit einem guten Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 sind zum Beispiel Leinsamen, Chiasamen und Walnüsse. Ich hoffe, das Video war aufschlussreich. Die Studie und die Ergebnisse zu den Thunfischproben findest du zum Nachlesen in der Videobeschreibung. Falls du dich noch mehr über die essentiellen Fette, die auch im Fisch vorkommen, informieren möchtest, hilft dir vielleicht dieses Video. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, konstruktive Kritik und jeden neuen Abonnenten.